Alter, das ist ein Traum, ey. Die Maschine fährt sich so geil. Oh, mein Stiefel hat geschliffen. Blinkt die? Blinkt meine Kamera? Na. Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute darf ich mal die Maschine hier von diesem Hamza Boy fahren. Eine Z800E ist das, richtig? Richtig. Alter, die Maschine bin ich ja schon gefahren. Die ist ein Porno. So, scheiße. Ja, Bremshebel wird überbewertet. So, jetzt fahre ich die Maschine mal Probe. Die ist eine Z800E auf 48 PS gedrosselt. Boah, naked, pornöses Ding. Ja, gucken wir mal, was du kannst, ne? Du musst den Schlüssel so leicht noch unten, ne? So, und dann... Boah, der Sound ist schon geil. Die fährt sich echt verdammt geil, ne? Das ist schon ein Traum auf zwei Rädern. Boah, man merkt halt, wie schwer die ist. 230 Kilo, ne? Die musst du richtig runterschmeißen, damit die in eine Schräglage geht. Alter, man merkt übelst die Kilos. Also ist irgendwie nichts so Negatives. Fühlt sich so angenehm an, mit viel Gewicht die zu fahren. Alter, das ist... Naked fahren macht Spaß. Kann ich euch sagen. Also mit einer Naked macht ihr auch nichts verkehrt. Das ist geil. Alter, jetzt kommen jetzt die ganzen Touren entgegen hier. Aber für 48 PS hat die echt Power. Ich hätte gedacht, eine Naked, die geht nicht so gut wie eine Supersportler auf 48 PS, aber da habe ich mich voll getäuscht. Alter, die macht richtig Laune! Ich weiß gar nicht, wie die Kameraperspektive ist. Die ist halt voll auf Supersportler abgestimmt, ne, die Kamera. Jetzt kommt gleich mal eine enge Kurve. Mal gucken, wie die sich so in engen Kurven schlägt. Ja, kann man machen. Nicht schlecht, Herr Specht! So, jetzt kommt eine richtig enge Kurve. Alter, die meistert alle Kurven so geil, ne? Ich kann mir vorstellen, mit der Maschine die Kurven schneller nehmen zu können als mit meiner. Man sagt ja immer, Naked sind so Kurvenmonster. Dem kann ich irgendwie schon so ziemlich zustimmen. Der Wind zieht so richtig an einem. Das ist voll ungewohnt mit so viel Gasweg. So, der Gasweg ist so dreimal so heftig wie bei meiner. Ich kann auf einmal so übelst viel Gas geben. Alter, das ist ein Traum, ey. Die Maschine fährt sich so geil. Oh, mein Stiefel hat geschliffen.
Alter, ist das geil. Oh. Alter, geil. Nein, das ist so geil, Mann. So, erstmal in die Bushaltestelle einmal ranfahren. So, hier. Ich zeige euch mal die Maschine einmal von außen hier, damit ihr die auch mal schön sehen könnt. Ein sexy Gerät. Jetzt einmal, weil es so schön ist, ein Soundcheck. Das Teil ist so sexy, ey. Das, man merkt die Kilos am Anfang von der Kurve und am Ende nicht mehr so, finde ich. So beim Reinlegen merkst du die 230 Kilo. Beim Fahren gar nicht. Also beim Fahren gar nicht. Nur wenn du stehst und schieben willst, dann merkt man das richtig. Okay. Ja. Ich bin einmal mit meinem linken Stiefel geschliffen in der Kurve. Man kommt immer mit dem Fuß zurück. Ja. Das kann lange dauern, bis die abgeschliffen sind. Aber die Stiefel, die sind schnell abgeschliffen. Ich hätte dafür welche Dings holen sollen, also diese Leistung mit den Stiefeln. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit diesem geilen Gerät. Ich habe einmal den Bremshebel aus Versehen hochgeklappt. Hast du ihn nicht mehr gefunden? Nee, ich wollte quasi so hochgreifen, ne, so und dann ziehen. Und dann habe ich so gemacht und wollte ziehen. Da war die Bremse auf einmal weg. In der Kurve oder? Vor der Kurve. Da musste ich die Kurve ein bisschen schneller fahren. Habe ich halt ein bisschen mit der Hinterradbremse gemacht. Alter, richtig geil. Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist. Lasst diesen sexy Bike mal einen Daumen nach oben da. Ja, Mann. Dann würde ich sagen, oh, dich fahre ich auf jeden Fall noch öfter als mein Schätzelein. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Motovlog, Leute. Tschüssi!